MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, da sind wir wieder bei Fortnite Battle Royale, die letzte Woche der Herausforderung von Season 6 und wir fangen direkt mit der ersten Herausforderung an. Ja, die erste Herausforderung ist es, an verschiedenen Orten zu landen. Gibt es wieder verschiedene Phasen. Und Nummer 1 ist es, bei Lazy Links zu landen. Und mit dabei ist wieder der Beef Lustig. So, ja, Nummer 1 ist, hier bei Lazy Links zu landen. Müsst ihr wieder natürlich das Match abschließen. Und dann kommt auch schon die nächste Aufgabe. Ja, bei Phase Nummer 2 müsst ihr in Snobby Shore landen. Sollte auch kein Problem sein, einfach wieder dort landen und ja, das Match zu Ende spielen. Dann habt ihr das auch. So, wir landen jetzt erstmal hier. Ist egal übrigens, wo ihr hier landet, es muss halt innerhalb von Snobby sein. Und dann habt ihr das leicht erledigt. So, Nummer 3 ist es, bei Lucky Landing zu landen. Und dann habt ihr auch schon die ersten drei Phasen geschafft. Folgen noch zwei und die zeigen wir euch jetzt. So, Nummer 4 ist dann Lonely Lodge. Hier müsst ihr dann landen. Und dann habt ihr auch schon Nummer 4 erreicht. Und dann folgt noch eine Phase. Oh, da ist der Beef wieder. Ja, der letzte Landeplatz, wo ihr landen müsst, ist in Salty Springs. Dann landet ihr einfach und dann habt ihr auch endlich alle Phasen abgeschlossen. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir dann gleich zur nächsten Aufgabe. Aufgabe Nummer 2 ist es, in verschiedenen Matches Turrets zu platzieren. Da würde ich euch raten, einfach mal zu gucken, dass ihr welche findet. Und in drei verschiedenen Matches müsst ihr da die Turrets platzieren. Einfach, wenn ihr welche findet, gleich platzieren. Und dann habt ihr die Aufnahme auch schon erfüllt. Und könnt zur Herausforderungsaufgabe Nummer 3 gehen. Aufgabe Nummer 3 ist es, bei verschiedenen Orten einen Besuch abzustatten und Nummer 1 ist es da, dem Schiff hier, dem Wikinger-Schiff hier oben einen Besuch abzustatten. Und dann gucken wir mal ganz kurz hier in die Kiste nochmal rein, was hier drin ist. Okay, nur ein bisschen Kacke. Hilfe! Ich wollte es gerade aufheben. Wir haben auch rausgefunden hier, das Dynamit kann man jetzt zurückwerfen. Wieder gestorben. Phase Nummer 2 ist es, ein Kamel zu finden. Und das Kamel kennt ihr ja hier von der Tanke. In der Nähe von der Oase hier, in der Nähe von Paris Palms. Kann man ja hier das kaputt machen. Und dann ist da eine Kiste drunter. Auf jeden Fall müsst ihr nur zu diesem Lama hin. Lama sage ich schon wieder. Kamel hin und schon habt ihr die Aufgabe erfüllt. Und Nummer 3 ist es, einen zerstörten Battlebus, also den Crash Battlebus, zu finden. Und den zeigen wir euch jetzt. So, der zerstörte Battlebus ist natürlich hier bei Lazy Links unter dem Regenschirm. Dort ist ja Deadfire damals abgestürzt und hier findet ihr noch den Battlebus. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter bei Herausforderung Nummer 5. So, Nummer 5 ist es einfach, Strukturen zu bauen und dabei halt 250 Materialien zu verbauen. Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr einfach irgendwas baut, ihr müsst 25 Strukturen platzieren. Entweder macht ihr das einfach so oder ihr macht es eh zwischendurch im Fight. Baut man sich ja immer so ein bisschen hoch oder so oder einen kleinen Turm oder was auch immer. Und da verbraucht ihr eigentlich genug Materialien, wenn ihr euch irgendwie einbaut.
Ich komme, Martin. So, und also an sich sollten das dann genug Materialien gewesen sein. Von daher, diese Aufgabe ist ziemlich einfach. Kommen wir dann direkt auch zur nächsten. So, Phase Nummer 1 von der sechsten Aufgabe ist es, Gegner mit der Shotgun zu töten. What? Da könnt ihr sogar die neue Pumpgun hier nehmen. Zack. Nummer 1. Und dafür müsst ihr, glaube ich, drei Leute töten. Und dann kommen wir zur nächsten Phase, wenn ihr dann das Match beendet habt. Und das beinhaltet, Gegner mit einem Scharfschützengewehr zu töten. Scharfschützen sage ich schon. Sturmgewehr, nicht Scharfschütze. Mann, Mann, Mann. Und da haben wir ja hier die leckere Skali gerade dabei. So, sprengen wir das mal hier in die Luft. Was kann er dafür? Oh. Ah. Ich hab mich gewehrt. Und ja, drei Leute mit der Ska müsst ihr dann töten. Oder halt anderen Sturmgewehren, da könnt ihr euch welche aussuchen. Natürlich zählt die Farmers und so weiter auch dazu. Und wenn ihr das dann gemacht habt, also drei Leute damit getötet habt, dann kommen wir auch direkt schon zur nächsten Phase. In dieser Phase müsst ihr dann auch wieder Gegner mit einer Pistole töten. Da rate ich euch am besten, die 6 Schuss zu nehmen oder so, oder mit der Pistole, mit der ihr so am besten umgehen kann. Ich werde wahrscheinlich die 6 Schuss nehmen. Leider gibt es ja die Doppelpistolen nicht mehr so zu finden. Das finde ich ein bisschen schade. Haben wir einen Raketenwerfer gefunden. Läuft. Und ja, dann wieder ordentlich Gegner töten. Ich rate euch, für diese Aufgaben geht einfach mal in die Gruppenkeilerei rein. Da spawnt ihr wieder neu, sollte euch der Gegner getötet haben. Also habt ihr da eine relativ hohe Chance, die verschiedenen Aufgaben abzuschießen, die ihr machen müsst. Ohne dass jetzt heißt, ja toll, ich muss wieder von vorne anfangen, weil mich irgendjemand getötet hat oder so. Man kennt es ja. Deswegen solche Aufgaben am besten in der Gruppenkeilerei lösen. So, als letzte Aufgabe ist es dann die Aufgabe, in Tilted Towers oder in Perilous Palms 7 Kisten zu finden. Ihr könnt auch irgendwie ein paar in Tilted Towers und ein paar in Perilous Palms. Das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr es macht. Ach, da bist du. Und kommen wir zur Aufgabe, um die es eigentlich die ganze Zeit geht, und zwar verschiedene Time Trials, also Zeitprüfungen, diesmal mit Autos zu machen. Also ich bin stark der Meinung, dass das hier diese Rennen sind, wo wir jetzt gerade hinlaufen. Es könnte aber auch sein, dass es wieder bestimmte sind. Sollten es bestimmte andere Time, also Zeitprüfungen sein, werde ich das nochmal in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal, welche ich denke, welche das sind. Das ist hier einmal die Kartbahn, die kennt man ja hier hinten in Paris Palms hier in der Nähe, hier in der Wüste. Oder es sind zum Beispiel hier hinten wurde jetzt auch noch ein weiterer gebaut, wo ich jetzt gerade hinfliege. Die könnten das sein, müssen aber nicht. Also ich darauf gebe ich kein Gewähr, dass das wirklich die sind. Kommt zwar dem Ganzen am nächsten, aber es könnte auch sein, dass Epic Games sich da wieder was Besonderes einfallen lässt oder die nochmal neu macht. Wie gesagt, wenn dies der Fall sein sollte, es ist was anderes, werde ich in den Kommentaren ganz oben anpinnen, wo man die vier verschiedenen findet. Ansonsten einfach hier zum Start hin sich so ein Auto schnappen.
Und dann warten, dass hier die Zeit runtergeht. Man kennt es ja. Hier, 3, 2, 1. Hey. Wow. Ich bin gerade bei meinem Bruder. So. Dann halt warten, dass das hier startet. Und dann müsst ihr hier durch diese verschiedenen Ringe fahren, damit das gezählt wird natürlich. Und somit hier die Timed Trials, die Zeitprüfung abschließen. Und ich denke mal, dass sich Epic Games dann noch zwei weitere Rennen überlegt hat, wo die starten könnte. Die werden dann wahrscheinlich nicht hier so auf so einem Ding starten, sondern ich denke mal in Lonely Lodge wird eins sein. Da stehen nämlich auch schon ein paar Cards dabei. Und vielleicht in Greasy, da stehen nämlich auch welche auf dem Parkplatz. Und dann muss man da vielleicht durch die verschiedenen Ringe einfach fahren, damit man das dann abschließt. Und dann habt ihr das auch geschafft. Wie gesagt, die anderen Orte werde ich euch dann in den Kommentaren anpinnen. Ich hoffe, euch hat das Video hier Spaß gemacht, hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann spätestens Montag beim Livestream. Denkt daran, bei 2500 Abonnenten werden wir Skins verlosen. Also am besten den Kanal abonnieren, ein Like da lassen, wäre ganz nett. Und die Glocke aktivieren, damit ihr Benachrichtigungen kriegt, wenn unter dem letzten Video, was ihr heute, was am Mittwoch rausgekommen ist, also gestern, dort seht ihr dann, wer Skins gewonnen hat. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß, einen schönen Tag und viel Erfolg bei den Herausforderungen.